Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen in einer neuen Folge von Paper Mario, die Legende vom Äonentor. Wir müssen in die Lobby gehen und alle Poster von Mario entfernen. Warum auch immer. Ah, brauche ich hier vielleicht Irona? Okay. Doch. Ja. Aber. Ey. Geht nicht. Hallo. Jetzt aber. Ja. Aber einige Poster, hä? Und eins noch. Oder hat es irgendwo noch mehr? Vielleicht oben. Ja, tatsächlich. Und warum muss ich... Ah. Ein Lagerschlüssel. Öffne deine Tür im Lagerraum der Arena. Hm. Öffne die Tür im Obergeschoss des Lagers. Mach ich doch gerne. Mach ich doch sehr gerne für dich, Liebes. Na komm. Rück zum Lager, ha? Nein, ich will nicht in die Garderobe. Kann ja nur die Toadscova sein. Wer denn sonst? Komm mal hoch. Und rein hier. Aha. Okay, ich brauche deinen Yoshi. Ja. Hey. Dreh dich gut. Ja. Ja, guck mal. Oh, aber... Was ist das denn? Samum und Marono. Okay. Oh, oh. Ah. Geh nicht in den irren Ring. Ah. Samum, kannst du dich nicht deutlicher ausdrücken? Kann ich die vielleicht... Wo? Oh? Nee. Er sagt nix. Jetzt. Aus. Oh. Was ist aus? Aber. Oh Gott. Ah, hast du das gesehen? Das war Toadscova, oder? Jetzt suchen hat. Das würde mich ja brennend interessieren. Wo ist sie hin? Komm jetzt runter hier. Wo ist sie hin? Hier irgendwo? Nein? Wo versteckt sie sich? Was ist das? Ah. Versteckt sich denn die Toadscova? Hm. Oder ist sie auf der anderen Seite vom Lagerraum dort? Kann natürlich auch sein. Hm. Gehen wir nochmal in den Lagerraum. Na komm. Vielleicht ist sie ja hier drüben. Ah, warte.
Jedes Mal drücke ich falsch, ey. So blöd. Hey! Ja. Und schauen wir mal. Hier vielleicht nochmal reingucken. Da ist nichts los. Okay. Wie denn hin, die Toadscoba? Wenn ich zurück in meine Garderobe gehe. Nichts. Okay. Vielleicht müssen wir den nächsten Kampf machen. Hallo Bomber. Bei deinem nächsten Kampf geht es um den Titel. Daher ist dein folgender Gegner der Champion. Sein Name lautet Aurelius. Ich hoffe auf einen außergewöhnlichen, spannenden Kampf. Du wirst es nicht glauben, aber in diesem Kampf gibt es nur eine Auflage. Es gibt keine Auflage. Du darfst diesen Champion mit restlos allen Mitteln bekämpfen, die dir zur Verfügung stehen. Also los, ab in den Ring, schnapp dir den Champion-Titel. Hey. Ein Kampf beginnt. Gut, Moment mal, Kleiner, hier entlang geht es doch nicht zum... Hier entlang geht es doch nicht zum Ring. Für diesen besonderen Kampf gibt es besondere Anweisungen, also folgt mir einfach. Aha. Herr Kleiner, wo bringst du uns denn hin? Okay. Wartet hier. Fuck. Genau, es ist wieder Raum der zweiten Liga, aber es ist niemand hier. Wir sollen warten, hat er gesagt. Und was wird aus unserem nächsten Kampf? Kommen wir nun zum Hauptevent dieses Abends. Bomba Luigi derzeit auf Rang 1 der ersten Liga. Befindet sich auf unseren Champion Aurelius. Begrüßen wir zunächst das wandelnde Kraftwerk Aurelius. Aurelius, unser Champion, bereit für den Kampf? Ein Herausforderer ist ein gefährlicher Gegner. Es gibt nur einen Champion und das bin ich. Also, soll dieser bärtige Gnom Luigi doch versuchen, mich zu besiegen, den mache ich platt. Doch bisher hat es noch niemand so schnell auf Rang 1 zur ersten Liga geschafft. Bomba ist also schneller aufgestiegen als du selbst, Aurelius. Und, was heißt das schon? Ich werde hier und heute unter Beweis stellen, dass ich die Nummer 1 bin. Ja, und ich? Er lässt uns aber ganz schön lange warten. Ich gehe mal fragen. Oh Mann, es ist so... Die haben abgeschossen. Die haben uns eingesperrt. Begrüßen wir nun den Herausforderer. Den hämmernden Henker Bomba Luigi. Aber es scheint ein Problem zu geben. Wo bleibt Bomba Luigi? Der hat sich aus Angst vor mir irgendwo versteckt. Was für ein Drama. Sollte Bomba Luigi tatsächlich verschwunden sein? Wenn er nicht unverzüglich im Ring erscheint, wird der Champion Aurelius kampflos zum Sieger erklärt.
Hm, wenn wir nicht im Ring erscheinen, gilt das als Niederlage für uns. Also Mario, irgendwie muss es doch zu schaffen sein, hier rauszukommen. Hier. Komm schon. Sehr gut. Okay. Noch eine Garderobe. Auch geschlossen. Nichts zu machen. Die gehen auch nicht auf. Hier ins Klo rein. Ja, okay. Dann spülen wir uns runter. Warum nicht? Okay. Was sind wir denn jetzt? Auch egal. Hauptsache, wir kommen schnell zum Ring. Ja, wir sind in unserer Garderobe. Na komm. Wir müssen rein da. Speichern. Na komm. Was? Ach so. Wenn du hier rein willst, nimm die Tür auf der anderen Seite. Ja. Dann geh ich halt wieder zurück. Kein Problem. Ich bin nicht in die Garderobe, ich bin hier. Ja, ach so. Das hat lange gedauert, aber da ist er endlich. Bomba Luigi. Gerade noch geschafft und dieser Jubel wie damals im Theater. Schnell, gehen wir hoch in den Ring. Ja, so gefällt mir das doch, ne? Was für eine Begrüßung für den Herausforderer Bomba Luigi. Wird unser Champion Aurelius den bärtigen Barbaren besiegen können? Wir warten mit Spannung diesen schicksalhaften Kampf. Unendlich. Der Gong. Let's fight. Na dann. Oh Mario, ich kämpfe gegen den Champion und wir werden es schaffen. Tja, er hätte besser eingeschlossen bleiben sollen. Er weiß es, aber was soll das bedeuten? Es hat doch die Security überredet, uns einzuschließen. Genau, und ich habe euch auch den vergifteten Kuchen geschickt. Mach jeden fertig, der sich mir in den Weg stellt. Verlasst euch drauf. Dann hast du also auch das Genuine versteckt und uns diese Drohungen geschickt. Was? Davon weiß ich nichts. Sternjuwel? Nie gehört. Aber was auch immer, besonders fair bin ich zwar manchmal wirklich nicht. Als Kämpfer bin ich auch ohne Trick. Was? Ich werde euch im Handumdrehen zu Kleinholz hacken. Na, probier's. Probier's. Wir starten doch direkt mal mit einem Maxi-Beben. Warum nicht? Komm. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Ah. Sechs Damage. Und du machst einen normalen Body Slam, bitte. Vier Damage, okay. Wir machen noch ganz normalen Damage. Finde ich gut. Er macht 4 Damage, okay.
Das ist in Ordnung. Nein, nicht ein Item. Aua, aua. 6 Damage. I like it. Jetzt los. Kannst du vielleicht, mach Gegner schwindelig. Komm. Oder werde ich selber sogar schwindelig. Attacken gehen leichter daneben. Aber ich wurde unterstützt. Gut, es bleibt spannend. Und wir sind noch lange nicht am Ende. Ich habe noch etwas Besonderes für euch. Und los. Das war's. Ja dann. Machen wir einen Powerhauer. Ja. Dieser Knutschkuss küsst Gegner, raubt ihre KP. Ja, weil ihre sind halt voll, ne? Dann braucht's das noch nicht unbedingt. Okay. Ja, eben ist. Er sieht immer noch gerne. Verdammt, da müsst ihr Brett nicht ganz schön ins Schwitzen. Hätte euch schon viel früher kaltstellen sollen. Aber da es nun einmal so weit gekommen ist. Alter. Ey! Sag mal. Was war das denn? Was machst du da oben? Junge, Junge, Junge. Eishau. Kann ich ihn auch einfrieren? Ja. Komm. Sehr gut. Wir müssen Superpilz für Mario einsetzen. Was bloß ab, wir sind noch lange nicht fertig. Ist das so? Nein, das schon wieder. Ja. Nicht gut. Erdbeben könnte ich machen, aber sonst nichts, hä? Soll ich, ich hab doch dieses Gewitterdingens, nee. Naja, dann halt das Wutbeben. Komm runter. Ja. Mach du mal einen Knutschkuss. Na, shit, komm. Ah, ne, ich muss gedrückt halten. Scheiße. Ich dachte, ich muss aber immer die ganze Zeit schnell drücken. Naja. Okay. Aua, aua. Hab ich ihn. Ah. Aurelius, der unbesiegbare Champion. Besiegt von halbstarken Bartnasen. Oh boy! 12 Sternpunkte. I'll take it. Wer hätte diese Entwicklung voraussehen können? Ein Wunder, wahrhaftig. Eleganz und Kraft. Kraft und Eleganz. Seele und Seele standen sich in diesem Kampf gegenüber. Unglaublich, Wahnsinn, an diesen Kampf wird man sich noch lange erinnern. Man kann jetzt schon sagen, dieser Kampf wird zu einer Legende der Arena werden. Und der Sieger dieser nervenzerfetzenden Kampfes ist Bomba-Luigi! Bravo, Bomba, du bist der neue Champ. So, sehr gut. Der neue Champion ist Bomba-Luigi! Bomba, Bomba, Bomba. Bomba, du hast es geschafft. Du bist der neue Champion. Let's go, Öbel, gib ihm seine Gage. Bitte deine Gage. Exakt 100 Münzen. Und nun dann darfst du die Garderobe des Champions benutzen. Let's go, bring Bomba in seine neue Garderobe. Was stand denn der Club ohne? Also, Champion, hier entlang.
Ja, das liegt wohl nicht deinem Plan, ne? Dass ich jetzt Champion bin. Ich find's gut. Sogar schon ein Poster von mir. Einen herzlichen Glückwunsch, Champion. Von heute an darfst du diese Garderobe benutzen. Gehört dir ganz allein. Mach es dir bequem. Ich verabschiede mich zunächst. Also, bis dann. Moment. Aber warum spreche ich sie denn nicht an? Oh Mario, endlich haben wir es geschafft. Aber Aurelius wusste offensichtlich wirklich nichts über das Sternjuwel. Also noch immer nicht klüger. Kann das Sternjuwel nur sein? Da beobachtet uns jemand. Mario, hörst du auch diese seltsamen Stimmen? Da oben. Vielleicht ein Geist? Das schreckt doch nicht so. Nicht noch mehr böse Überraschungen. Find heraus, wer der Geist ist. Wie soll denn Geist? Unheimlich. Ja, lass erst mal schlafen. Kann ich mich hier nicht erholen? Doch. Und dann wird auch die Sternkraft aufgefüllt auf wieder 3 Punkte, oder? Tatsächlich. Okay. Nice. Ja. Wir suchen morgen nach dem Geist. Ich sage erstmal, danke fürs Zuschauen. Habt einen schönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.